Das erste Wochenende im Berliner Zoo mit neuem Preismodell. Viele haben hier heute mit Ticketpreisen bis zu 25 Euro einen kleinen Preisschock gehabt. Das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wo man es hernehmen soll. Ne? Das ist in Familien mit zwei Kindern, die vielleicht nicht so gut verdienen. Das ist ein 100er Eintritt fast. Also ist unmöglich, unglaublich. Ich habe meiner Enkelin schon gesagt, heute gehen wir beide das letzte Mal. Man will Spaß haben mit den Kindern und bezahlt auf einmal 5 Euro mehr. Das kann sich ja nicht jeder leisten. Also das ist ja die Hölle. Das flexible Preismodell funktioniert so. Wer spontan ein Tagesticket kauft, zahlt mehr. Wer online sein Ticket Wochen im Voraus bezahlt, bekommt einen niedrigeren Preis. Ein Erwachsener hat im Zoo bisher 19,50 Euro für eine Tageskarte ohne Artenschutzbeitrag bezahlt. Jetzt variiert der Preis je nach Nachfrage zwischen 15,50 und 24,50 Euro. Für ein Kind lag der Preis bisher bei 9 Euro, jetzt zwischen 7 und 12 Euro. Für den Tierpark kostete eine Tageskarte für Erwachsene 18 Euro, jetzt liegt der Preis zwischen 14 und 22 Euro. Für Kinder liegt der Preis zwischen 6,50 und 10,50 Euro. Nötig wurde die Preiserhöhung durch gestiegene Kosten. Also Strom und Energie natürlich, ganz klar, aber auch sämtliche Instandhaltungskosten, also Bau generell ist unglaublich teuer geworden. Und ein großer Posten sind tatsächlich die Personalkosten. Also fast zwei Drittel unserer gesamten Betriebskosten sind Personalkosten. Wir haben rund 500 Mitarbeitende in beiden Einrichtungen. Und um da irgendwie auch konkurrenzfähige Löhne zu bezahlen und Gehälter zu bezahlen, musste man diese Gehälter einfach anheben, auch aufgrund der Inflation. Alles ist teurer geworden. Nachvollziehen können das viele Besucherinnen und Besucher, vor allem wenn es den Tieren zugute kommt. Na, ich finde es gerechtfertigt für die Tiere und so, ist auch schon ist richtig, weil die müssen ja auch essen und so. Um den Zoo zu erhalten und genau, meine Nichte hatte gerade schon gesagt, es ist ja so wenig Platz für die Tiere und wenn sie das umbauen, dafür brauchen sie sicher Geld und dafür ist es ja dann gut eingesetzt. Wer viel in den Zoo geht, für den lohnt sich vielleicht eine der Jahreskarten. Diese sind im Vergleich nur etwas im Preis gestiegen. Die ermäßigten Jahreskarten sind teilweise sogar günstiger geworden. Für die nächsten Wochen, auch rund um die Osterferien, gibt es online noch günstige Tickets. So viel ist seit diesem Wochenende klar. Wer spontan die Tiere im Zoo und Tierpark besuchen will, zahlt künftig mehr.